In vorherigen Videos habe ich schon gezeigt, wie man Variablen deklariert und initialisiert und auch, welche Datentypen für die Deklaration von Variablen zur Verfügung stehen. In diesem Video geht es jetzt um lokale und globale Variablen. Das sind keine neuen Datentypen, sondern das beschreibt die Sichtbarkeit und auch die Lebensdauer von Variablen im Programm. Es ist nämlich so, dass manche Variablen nur in bestimmten Funktionen sichtbar und verwendbar sind. Auf andere Variablen kann nur in bestimmten Abschnitten eines Programms zugegriffen werden, also zum Beispiel in While-Schleifen oder in einer If-Anweisung. Und wiederum andere Variablen sind im gesamten Programmcode sichtbar und können gelesen und geschrieben werden. Wie man durch die Deklarierung von Variablen die Sichtbarkeit und die Lebensdauer beeinflusst und welche Konsequenz das für den Programmablauf hat, das beschreibe ich hier in diesem Video. Zum Start habe ich hier ein sehr einfaches Beispiel vorbereitet. In der Main-Funktion deklariere ich zunächst einmal eine Integer-Variable iUserInput und die nutze ich, um einen Benutzer eine Zahl eingeben zu lassen und gebe diese Zahl anschließend wieder aus. So, und mit so einem einfachen Programm demonstriere ich einfach, dass ich diese Variable iUserInput in der ganzen Main-Funktion lesen und schreiben kann. Und die ganze Main-Funktion ist begrenzt auf den Bereich, der also hier durch die geschweiften Klammern in Zeile 3 bis Zeile 9 beschränkt ist. Und diese geschweiften Klammern sind auch schon ein ganz wichtiges Konzept, um lokale und globale Variablen zu verstehen. Denn diese geschweiften Klammern, das wird auch als Compound Statement bezeichnet. Das ist also ein Block, der verschiedene Anweisungen zusammenfasst. Und innerhalb dieses Blocks, also dieses Compound Statements, ist meine Variable iUserInput komplett sichtbar und kann uneingeschränkt verwendet werden. So, jetzt verändern wir unseren Programmcode mal so, dass wir vom Benutzer nur eine positive Zahl einlesen wollen und erzwingen diese positive Zahl dadurch, dass wir die Eingabe in eine Do-While-Schleife packen. So, wir sehen also in dieser Do-While-Schleife auch wieder die geschweiften Klammern und diese geschweiften Klammern machen jetzt ein neues Compound-Statement auf, also sozusagen einen neuen Block von Anweisungen. Und innerhalb dieses Blocks ist natürlich unsere Variable iUserInput auch lesbar bzw. kann geschrieben werden. Das sehen wir jetzt daran, dass wir in dem scanf also diese Variable verwenden können und es führt eben zu keinem Problem. Das Ganze ändert sich jetzt, wenn wir zum Beispiel diese Deklaration der Variablen iUserInput in die Do-While-Schleife verlegen. Innerhalb dieser While-Schleife kann natürlich die Variable geschrieben werden, denn die ist ja innerhalb dieses Compound-Statements, also der Do-While-Schleife, deklariert. Aber bei der Überprüfung der Bedingung für die Durchführung der While-Schleife in Zeile 10 kriegen wir jetzt eine Fehlermeldung ausgegeben. Und hier ist es nämlich so, dass auf die Variable iUserInput nicht mehr zugegriffen werden kann, weil diese eben nicht mehr definiert ist. Die ist nämlich nur noch innerhalb der Do-While-Schleife definiert, aber die Prüfung der Bedingung für die Wiederholung der While-Schleife ist außerhalb des Compound-Statements und damit ist also diese Variable dort nicht mehr sichtbar. In diesem Fall müssen wir also diese Variable iUserInput außerhalb der Do-While-Schleife deklarieren, damit wir sie auch innerhalb und außerhalb dieser Schleife verwenden können. Wenn wir also wie hier zwei geschachtelte Compound Statements haben, dann können in dem inneren Anweisungsblock die Variablen verwendet werden, die vorher in dem äußeren Anweisungsblock definiert wurden. Andersrum gilt das aber nicht. Variablen, die in dem inneren Anweisungsblock definiert wurden, können also nicht mehr anschließend in dem äußeren Anweisungsblock verwendet werden. Okay, schauen wir uns das Ganze noch einmal an einer For-Schleife an. Hier haben wir also eine ganz einfache For-Schleife, in der ich eine Zählvariable definiere, der erstmal den Wert 65 zuweise. Und den Wert dieser Zählvariablen gebe ich formatiert als Character aus. Und damit werden hier eben die Buchstaben A, B, C ausgegeben. So, die Deklaration der Zählvariablen i scheint jetzt außerhalb des Compound Statements zu sein. Tatsächlich ist i aber nur innerhalb des Anweisungsblocks der For-Schleife gültig und verwendbar. Wenn die For-Schleife komplett abgearbeitet ist, dann wird i sogar gelöscht und ist danach eben überhaupt nicht mehr verfügbar. Das sieht man zum Beispiel daran, wenn ich jetzt versuchen würde, i nach der For-Schleife nochmal auszugeben. Dann sehen wir hier, dass wir einen Fehler angezeigt bekommen, nämlich das i ist rot unterstrichelt und die Fehlermeldung lautet, dass der Bezeichner i nicht definiert ist. Wenn wir auch auf i außerhalb dieser For-Schleife zugreifen wollen würden, es also wichtig ist, dass wir i auch nach Abschluss der For-Schleife noch zur Verfügung haben, dann müssen wir diese Zählvariable außerhalb der For-Schleife deklarieren. Damit ist aber auch diese Variable innerhalb der For-Schleife gültig. Hier sehen wir jetzt die Ausgabe. ABC wird innerhalb der For-Schleife ausgegeben und in Zeile 13 kommt dann das Printf, wo die nächste Ausgabe, nämlich der Buchstabe D, ausgegeben wird.
Interessant ist jetzt, dass ich aber auch innerhalb der Vorschleife nochmal eine Zählvariable deklarieren kann, die auch den Namen i hat. Ich habe ja also eine neue Zählvariable deklariert und der jetzt den Wert 70 zugewiesen. Und diese Variable ist gültig innerhalb der Vorschleife und überdeckt damit die Variable i, die ich zuvor in Zeile 5 deklariert habe, mit dem Wert 65. Nach Abarbeitung der Vorschleife existiert die Variable i, die ich mit dem Wert 70 initialisiert habe, dann nicht mehr. Die wird also wieder gelöscht. Und danach gibt es dann eben auch nur noch die Variable i, die ich in Zeile 5 mit dem Wert 65 initialisiert habe. Innerhalb der Vorschleife wird also jetzt hier FGH ausgegeben. Das ist also ASCII-Code für 70, 71, 72. Und die Ausgabe, die dann danach kommt, gibt dann das A aus, das ist nämlich gerade die Zahl 65, die ich der Variablen i in Zeile 5 zugewiesen habe. Dieses Beispiel soll jetzt also zwei Sachen zeigen. Zum einen ist die Lebensdauer einer Variablen, die innerhalb eines Compound-Statements definiert wurde, auch auf die Abarbeitung dieses Compound-Statements beschränkt. An dem Beispiel von der Vorschleife hier haben wir gesehen, dass die Variable i mit dem Wert 70 eben nur so lange existiert, wie die Vorschleife abgearbeitet wird. Und nachdem die Vorschleife abgearbeitet wurde, existiert die Variable einfach nicht mehr und ist nicht mehr da. Und das Zweite ist, dass zwei Variablen vom gleichen Datentyp den gleichen Namen auch haben können, die aber in zwei unterschiedlichen Compound Statements definiert sind. Dabei überdeckt die lokalste Variable, also die, die in dem innersten Compound Statement definiert wird, die Variablen, die in den äußeren Compound Statements definiert wurden. So, ein Anweisungsblock entsteht nicht immer nur, wenn man eine Vorschleife, While-Schleife oder auch eine If-Anweisung verwendet, sondern so ein Compound Statement kann man auch innerhalb des Codes durch neue geschweifte Klammern einfach aufmachen. Ich habe ja also zunächst einmal in main eine Integer-Variable iVar deklariert und der den Wert 123 zugewiesen und danach eine Ausgabe gemacht. Und das gleiche habe ich noch zweimal wiederholt, allerdings jeweils in einem neuen Anweisungsblock, den ich mit den geschweiften Klammern auf bzw. zugemacht habe. Und hier sehen wir also, dass ich mehrere Anweisungsblöcke ineinander geschachtelt habe. Und in jedem Anweisungsblock existiert also eine eigene Integer-Variable iVar, allerdings mit anderen Werten. Die erste und die vierte Ausgabe gehört hier also zum äußeren Anweisungsblock, also der Main-Funktion selber. Und innerhalb dieser Funktion habe ich ja zwei neue Anweisungsblöcke aufgemacht. Die zweite Ausgabe gehört also zu der Ausgabe in Zeile 12 und die dritte Ausgabe gehört zu der Ausgabe hier in Zeile 18. Und hier sieht man eben, dass die Variablen, die in den inneren Anweisungsblöcken definiert werden, die entsprechenden Variablen aus den äußeren Anweisungsblöcken überdecken. Am Beispiel der Main-Funktion haben wir jetzt also schon gesehen, dass Funktionen also einen eigenen Gültigkeitsbereich für Variablen haben, die eben innerhalb dieser Funktion definiert sind. Und das gilt eben auch nicht nur für die Main-Funktion, sondern auch für Funktionen, die wir selber schreiben. Dazu gebe ich auch nochmal ein Beispiel. Ich habe jetzt also das Beispiel so erweitert, dass ich eine eigene Funktion geschrieben habe. Und die Funktion selber ist auch wieder ein eigener Anweisungsblock, definiert hier also eine Variable, ebenfalls Integer-Variable, ebenfalls mit dem Namen iVar, allerdings jetzt hier mit dem Wert 789 und gibt diese Variable dann auch aus. Und ich rufe hier in Zeile 22 diese Funktion auf. Und das, was wir jetzt hier sehen, erstaunt nicht so sonderlich. Die ersten zwei Ausgaben sind also genau das gleiche wie das, was wir vorher gesehen haben, ebenso die vierte Ausgabe. Statt der dritten Ausgabe kommt jetzt die Ausgabe aus der Funktion myFunc. Hierbei gilt auch wieder, die Variable iVar existiert nur so lange, wie der Anweisungsblock von myFunc abgearbeitet wird. Und wenn diese Funktion abgearbeitet ist, dann wird auch diese Variable wieder gelöscht und existiert damit nicht mehr. So, bis hierhin haben wir uns nur lokale Variablen angesehen. Das sind also Variablen, die innerhalb von Funktionen oder allgemein gesagt innerhalb von Anweisungsblöcken definiert sind. Und jetzt schauen wir uns auch nochmal globale Variablen an. Im Gegensatz zu lokalen Variablen werden die außerhalb von allen Funktionen definiert, so wie das hier geschehen ist. Weiter ist dabei nichts zu beachten, damit diese Variable eben eine globale Variable ist. Das Besondere bei globalen Variablen ist, dass ich die in allen Funktionen, in allen Compound Statements verwenden kann. Ich kann also von überall auf diese globale Variable zugreifen und deswegen heißt sie eben globale Variable. Also zum Beispiel kann ich aus der Main-Funktion auf diese Variable zugreifen. Oder eben aus einer selbstgeschriebenen Funktion.
Globale Variablen sollte man aber sehr mit Bedacht verwenden, denn das Kritische hierbei ist, dass ich nicht nur lesend auf globale Variablen zugreifen kann, sondern von überall her eben auch schreibend auf diese Variablen zugreifen kann. Wenn MyFunk zum Beispiel eigentlich nur den Wert der globalen Variablen auslesen sollte, aber fälschlicherweise wird dieser Wert hier noch inkrementiert, dann verändere ich also hier den Wert der Variablen und kann das eben nicht kontrollieren. Und das Ganze sehen wir jetzt einmal hier in der Ausgabe. Also die erste Ausgabe gehört zu dem Statement in Zeile 14. Da wird also in der Main-Funktion der Wert der Variablen ausgegeben. Dann wird die Funktion myFun aufgerufen und dabei wird der Wert, bevor er ausgegeben wird, einmal inkrementiert. Deswegen ist der Wert hier 1 und damit hat diese globale Variable eben einen neuen Wert, der dann in 18 eben nochmal ausgegeben wird.